Pressekonferenz ganz viele Headlines schon gehabt, ne? Spiel des Jahres, Nachbarschaftsduell, alles Mögliche. Es ist ein besonderes Spiel, für Sie auch, auch wenn Sie erst seit kurzem hier sind? Bei Alemannia Aachen, wenn du unter der Woche ein Pokalspiel hast, sind 2200 Zuschauer da. Das ist jedes Spiel besonders. Headlines interessieren mich nicht. Wir spielen eine Mannschaft, die vor uns in der Tabelle steht. Das interessiert mich, weil das können wir aus eigener Kraft ändern und da geht die ganze Energie hin. Erst FC Düren, eher so die etwas kleinere Mannschaft hier in der Region, steht aber, wie Sie gerade gesagt haben, vor der Aachener Alemannia. Ist das nochmal so ein Schuss doppelte Motivation, abgesehen von den Zuschauern, die da auf jeden Fall am Samstag da sein werden? Ja, kleinere Mannschaft, weiß nicht, kleinerer Verein, ja, aber die Mannschaft ist richtig gut. Ich habe sie mehrfach gesehen. Sie sind hinten sehr robust, sind sehr, sehr schnell aufgestellt vorne, spielen blitzschnell in die Spitze nach Ballgewinn und da wird es auf jeden Fall einer richtig guten Leistung bedarfen und da sind wir zu Hause hier in der Pflicht. Unsere Fans sind dabei. Für sie ist es was ganz Besonderes, das bekommt man mit und spürbar mit und meine Aufgabe ist einfach, das an die Mannschaft weiterzugeben, das einzuimpfen, wie wichtig das hier ist. Und auf der einen Seite ist es ein besonderes Spiel, auf der anderen Seite müssen wir unser Spiel spielen und diesen schmalen Grat treffen und da freue ich mich drauf. Und es werden wieder richtig viele Zuschauer da sein. Man redet irgendwie zwischen 15.000 und 20.000. Es wird wieder ein Fest am Aachener Tivoli. Wahnsinn. Geil. Ich finde auch diesen Zähler super. Ich glaube, das ist so ein bisschen im Bereich der, ja, ich glaube, man hat eine schlechte Erfahrung gemacht am ersten Spieltag, aber ich finde das super, steigert die Vorfreude immens und unsere Fans sind immer da, immer hinter uns und es gibt nichts Schöneres. Jetzt haben wir eben mal bei der Pressekonferenz so ein bisschen festgestellt, dass das Lazarett Alemannia auch schon eine richtig gute Regionalliga-Mannschaft ist. Aber sie kriegen noch 11 gesunde und vor allen Dingen kampfbreite Spieler auf dem Platz. Hundertprozentig. Und darum wird es gehen. Es ist Winter jetzt, es ist Regionalliga-Zeit. Das werden wir annehmen. Wir werden uns tragen lassen von unseren Fans. Wir werden als Einheit auftreten. Wir haben einen 12. Mann hinter uns und es soll voll werden. Es wird laut. Wir müssen Vorleistung gehen mit Intensität. Müssen aber Fußball spielen. Müssen die erste Halbzeit von Wiedenbrück auf den Platz wiederbringen mit dem Ball auch, ne? Und dann gegen den Ball halt noch intensiver spielen. Dann glaube ich, dann können wir das Spiel gewinnen. Und das ist das, worauf wir alle Lust haben. Ja, eben rüber, bis zu 18.000 je nach Tageskasse. Das zeigt schon, dass da wirklich Emotionen drin ist gegen manche sagen Hoffenheim da von der Uhr. Ja, ich kenne den Verein jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Ich habe früher gegen den GFC Düren noch gespielt, mal mit Gladbach U23, auch auf dem Platz, wo sie jetzt gerade spielen. Aber mir steht nicht zu, über einen Gegner zu reden. Ich weiß, wie wichtig das für uns ist, das Spiel. Wir wollen an ihn vorbeiziehen und wollen einfach in den Aufstiegskampf eintreten. Und ja, dazu bedarf es Kampf gegen Düren. Für einen Spieler ist es ein ganz besonderes Spiel, Marc Brasnetsch, aber Sie haben eben schon angedeutet, es ist noch gar nicht so sicher, dass er von Anfang an spielen wird. Naja, Düren trainiert sogar unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich werde jetzt nicht hier sagen, wer spielt, aber ich bin auch Mensch und möchte niemanden dann ein Jahr lang erklären, warum er dann gegen seinen alten Verein nicht spielt, sondern er soll die Chance nutzen und soll Gas geben und soll sich zeigen und soll seine Emotionen auf dem Platz und sein Herz rauslassen. Ich glaube, dann ist ihm geholfen und uns am allermeisten dabei. Wir haben eben schon mal kurz über das Lazarett geredet. Kann man noch mal ganz kurz für die Zuschauer draußen zusammenfassen, welche Spieler man voraussichtlich verzichten muss, bei wem es vielleicht so ein Fragezeichen ist? Also es sind noch da Marcel Lyon, es ist da Sascha Stojic, es ist da Rumpfi, Franco Uselak, es ist da Mika Hanratz, es ist da Robin Afemefuma, es ist da Vleron Schatovci, Julian Schwermann ist da, es ist da Herr Schepanik, es ist da Herr Paljuka, Herr Brasnitsch, Herr Heinz, Edi Ramay, ich weiß ja gar nicht, wie viele Spieler noch kommen. Um die geht's, alles andere ist egal. Okay, alles klar, danke dir. Alles klar, ein ganz besonderes Spiel, zumindest für die Region hier. Der ungeliebte Nachbar, haben wir eben in der Pressekonferenz gesagt, der erste FC Düren kommt. Es werden irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauer da sein, schon aufgeregt. Ja, aufgeregt würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben eine riesen Vorfreude aufs Spiel. Wir haben richtig Bock auf das Spiel und wollen unsere Fans natürlich direkt auf unsere Seite ziehen und dann natürlich das Spiel gewinnen. Bis jetzt war die Alemannia hier in der Region immer der Platzhirsch. Jetzt ist Düren an euch vorbeigezogen diese Saison. Ist das nochmal so ein bisschen zusätzliche Motivation? Ja, wir wollen immer oben stehen. Wir wollen immer gewinnen. Ich denke, wenn man den Verein sieht, dann gibt es hier in der Region keinen größeren Verein als Alemannia Aachen. Und ja, dafür wollen wir auch sorgen, dass das so bleibt. Wenn ihr am Samstag gewinnen solltet, wo wir natürlich alle von ausgehen, dann wäre auch die Tabellenspitze wieder in Reichweite. Ist das irgendwo im Hinterkopf bei euch mit dabei?
Ja, ich denke, wir sollten jetzt nicht zu sehr in die Zukunft schauen, sondern sollten da darauf gucken, dass wir uns immer weiterentwickeln, dass wir die Spiele gewinnen und sollten auch eher von Spiel zu Spiel denken, weil das ist das, was zählt und ja, dann wird das ganze andere wird kommen. Okay, das 0-3 in Bocholt, man hatte so ein bisschen die Befürchtung vielleicht nach diesem Erfolgsweg, den ihr bis dato gemacht habt, dass es euch irgendwie zurückwirft. Jetzt habt ihr gegen Wiedenbrück direkt gewonnen, also habt ihr das auch gut verarbeitet? Ja, ich denke, das war ein wichtiges Spiel gegen Wiedenbrück, dass wir direkt zeigen konnten, dass uns das Spiel gegen Bocholt nicht aus der Bahn wirft. Zeigt natürlich auch den Charakter der Mannschaft und ja, wir haben jetzt in 6 Spielen haben wir 5 gewonnen und das wollen wir natürlich so fortsetzen und ja, ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Letzte Frage, was erwartest du für ein Spiel morgen? Also für jemanden, nee, übermorgen ist es ja genau. Ja, ich denke, dass auch natürlich durch die Zuschauer viel Leidenschaft geben wird. Dafür sind wir auch zuständig, die richtige Energie auf den Platz zu bringen. Und ja, ich denke, dass es ein heißes Spiel wird und wir wollen es natürlich mit aller Macht gewinnen.